Nudeln selbst herstellen in vielen verschiedenen Formen, Farben und Geschmacksrichtungen. Das haben wir gemacht und ich nehme euch heute mit und zeige euch, wie wir es gemacht haben. Für den Nudelteig verwenden wir Hartweizengrieß und Weizendunst. Das Ganze wird hier abgewogen, dass wir in Kombination genau 1000 Gramm haben. Man kann natürlich auch Mehl nehmen oder andere Dinge. Dabei kann das Rezept leicht abweichen, aber dazu später mehr. Wir haben hier eine Maschine mit 1,5 Kilo Fassungsvermögen und da füllen wir nun den Hartweizengrieß und unseren Weizendunst ein im Verhältnis 700 Gramm zu 300 Gramm. Klappe zu und Rührwerk starten. Nun fügen wir die Flüssigkeit hinzu. Das kann sein Wasser oder Ei oder eine Mischung aus beidem. Wir brauchen 300 Gramm Wasser oder 320 Gramm Ei. In unserem Fall nehmen wir Eier, 320 Gramm entsprechen 7 Eiern. Während der Teig nun 15 Minuten gerührt werden muss, können wir in der Zwischenzeit schon mal alles für die nächste Portion abwiegen. Dazu fülle ich einfach mein Grieß hier in meinen Messbecher rein, schlag die Eier auf und dann ist direkt alles ready für die nächste Mischung. Sobald der Teig fertig gerührt ist, fehlt nur noch die passende Matrize, das formgebende Element für die Nudeln. Das kann man ganz einfach auswechseln, einfach die Schraube lösen, die alte Form entfernen und dann kann auch schon die neue Matrize aufgebaut werden. Und dann kann es auch schon losgehen mit der Herstellung der Nudeln. Die werden mit einer Schnecke durch die Matrize durchgepresst, erhalten damit ihre Form und müssen dann nur noch in der passenden Länge abgeschnitten werden. Das macht man üblicherweise mit einer Teigkarte oder wie wir hier mit einem automatischen Abschneider. Das ist einfach ein umlaufendes Messer, was von der Geschwindigkeit her eingestellt werden kann über einen kleinen Drehpotti und somit werden alle Nudeln exakt gleich lang. Das ist auch das allererste Mal, dass ich quasi mit dem automatischen Abschneider hier arbeite und ich bin echt begeistert. Man hat zwischendurch so viel Zeit, um andere Dinge, die nebenher gemacht werden müssen, zu tun. Zudem ist es auch deutlich entspannter. Zum ersten Mal Nudeln selbst gemacht habe ich vor über 15 Jahren und wenn ich mich daran zurückerinnere, es war dieselbe Maschine und alles von Hand mit einer Teigkarte so einen ganzen Tag lang, das ist echt anstrengend. Ich bin sehr begeistert von diesem automatischen Abschneider und im Übrigen ist dieses Video hier kein Video, wo ich irgendwie gesponsert bin oder so. Falls ihr hier irgendwo mal einen Markennamen seht, es ist alles selbst gekauft, es besteht keine Kooperation und ich zeige es euch einfach, weil ich wirklich begeistert bin und schon viele Jahre mit dieser Maschine hier Nudeln hergestellt habe. Für eine andere Nudelform brauchen wir einfach nur eine andere Matrize und eine etwas andere Geschwindigkeit beim Abschneider, je nachdem welche Form und wie lang das die Nudel tatsächlich werden soll. Einzig bei der Herstellung von Spaghetti müssen wir das Ganze nach wie vor von Hand machen. Bei den Spaghettis müssen wir einfach abwarten, bis die gewünschte Länge erreicht ist und dann mit einer Teigkarte ganz schnell abschneiden, möglichst gerade auf dem Blech ablegen, dass die im Anschluss natürlich auch möglichst gerade trocknen, ansonsten haben wir halt krumme Spaghetti. Die Form hat man damit quasi selber in der Hand. Apropos Form, wir können uns auch mal die ganzen Matrizen im Detail anschauen, wie die so aufgebaut sind und wie da das Ganze ausschaut.
Wir haben hier eine Matrize, gerade die für Spaghetti. Das sind einfach nur gerade Löcher drin. Dann haben wir hier eine Matrize für gedrehte Nudeln, gedrehte Hörnchennudeln. Diese schaut wie folgt aus. Und hier könnt ihr euch direkt mal das Ergebnis anschauen, wie die Nudeln dann aussehen, die da rauskommen. Neben Nudeln in verschiedenen Formen können wir natürlich auch Nudeln in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen herstellen. Doch bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erstmal kurz an, was wir bis hierhin schon alles hergestellt haben. Um Nudeln mit einer anderen Farbe zu erhalten, können wir einfach 10 bis 30 Gramm von einem farbgebenden Pulver zu der Teigmischung hinzufügen. Das könnte sein Spinatpulver, Tomatenpulver, rote Beetepulver, Chilipulver, Kurkumapulver und vieles mehr. Was ihr hier jedoch gerade seht, sind Nudeln mit anderer Farbe und anderem Geschmack. Denn diese Nudeln hier bestehen nicht aus Hartweizengrieß oder ähnlichem. Diese Nudeln hier bestehen aus rote Linsenmehl. Ja, und das ist gleichzeitig auch ein Vorteil dieser Maschine, denn hiermit kann man nicht nur Grießnudeln machen, Eiernudeln, man kann auch, wie wir hier sehen, rote Linsennudeln machen, Reisnudeln, Maisnudeln, Kastanienmehlnudeln, Dinkelmehlnudeln und vieles mehr. Das Ganze jeweils immer in Kombination mit Wasser oder Ei oder einer Mischung daraus. Je nachdem, ob man vegane Nudeln haben möchte oder bis hin zu Volleinudeln. Wir könnten mit der Maschine sogar Vollkornnudeln herstellen, was wir auch schon gemacht haben. Genauso wie wir schon Kichererbsennudeln hergestellt haben. Das einzige Problem bei Vollkornnudeln oder Kichererbsennudeln ist, dass hier eventuell noch etwas gröbere Bestandteile im Mehl enthalten sind und damit die Nudeln nicht ihre perfekte Form erhalten, sondern an der einen oder anderen Stelle hin und wieder mal aufreißen. Und dann hoffe ich, ihr seid von diesen Eindrücken aus diesem Video sehr begeistert. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat und seid gespannt auf das nächste Video. Ciao, ciao.